Ja, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir hier durch diesen Wassertempel, durch die Gegend gerannt. Tempel von Palmedes. Ich dachte, der ist irgendwie einmal nach oder irgendwie so hat, keine Ahnung. Also Mode ist, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier wieder vollkommen andere Sachen. Boah, jetzt sind diese ganzen Sachen wieder deaktiviert? Wenn ich auf den Arm nehmen? Boah, was ist das denn für eine... Boah, liebe ich ja... Sag nicht, ich muss den Edelstein auch noch mal finden. Wie ist das noch hier? Sind sie sicher wirklich überspringen? Ah, ich habe nur Spaß aufgedrückt. So, da war ein Wasserfall, also konnte man sowieso nicht dadurch, glaube ich. Ne? Also, ja, gehen wir hier hin. Will schon richtig sein oder falsch, was in meinem Fall dann richtig wäre. Hier ist ein Speicherpunkt, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich bin den ganzen Weg hat hier zurückgelaufen. ゴーマ病になっちゃったんだよね。ああ。宿屋の娘がそう言ってたな。ゴーマになっても娘さんのこと探してるんだよね。ロクロやクロがね、ダイルはゴーマになっても人間だった時にやりたかったこと。 覚えてるでしょ?ディール、そうでしたよ。お母さんだったら、やっぱり娘さんのことずっと探してるんじゃないかなって。そうかもしれんが、そうじゃないかもしれん。そうだったらいいな。人間だった頃はきっとそうだったでしょ。でも、ゴーマにはそのような母性などありません。あの暴れぶりを見たでしょ?もうあれは元のマヒナさんではありません。ゴーマになりはて。 心も愛情も失ってしまった。悲しいことですが、それが現実なのです。ベルベットやロクローには心があるけど、いや、一体のゴーマ。テオリー、ステムニッチガンス。100人の命が奪われます。ましてや、聖領の施設で暴れ、タイマシオを襲うゴーマです。100人どころか、村や町を滅ぼしかねないのです。なら、ビメカダーフタツ、やつだ、オファンシピー。 まあ、そうだよな。エレノアの言う通り、元には戻せないんだ。切って成仏させてやるのも情けってもんかもな。8köpfiger Drache、ヤマト。本当に聖主なのか。いや、ね。いきなりの疑問じゃの。じゃ、ヤマト、いきなり8köpfiger Drache。数え歌の通りなら。いや、ビバットマン。 クーマを使って汚れを食うなんて、まがまがしくて聖なる。あ、ではいいや、別なアンドロイド、トンガーゾ。確かに聖主は精霊の一つなのに、他の精霊やノルミンとは印象が違いますよね。ましてや、八首のドラゴンだなんて。そうか。クーマが集まっちゃったらどうなるんだろう。そりゃもう大変だろうな。俺の想像じゃ、クーマが合体して巨大な化け物になる。 でもって大蛇みたいに長い。首が八つとなれば、俺たち六人じゃ手が回らないってことだ。分身の術でも使うしかないの。できるのか。できぬ。なんだよ。あ。いや、awesome。ライフセット。八つの頭は。 別々の意思や思考を持ってるのかな。もしそうなら、戦いの時にぶつかり合ったり、好き勝手に動いたりして隙が生まれるはず。僕たちが心を一つにして戦えば、きっと勝てるよ。さあ、ビアコンも一緒にベイク。手と手を取り合って戦えば、きっと勝てます。そうですよね、皆さん。わしらが一つになれると思うか、坊や。 Wir werden alle sterben. Hey, du bist neu. Hammerwerfer. Din, 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 din. Ja, immer noch Strand. Strandpaket ausgerüstet. Boah. Wer zaubert denn da schon wieder? Boah, ich habe auf Erlangen alle drauf geschlagen, nur auf den, der zaubert hat, nicht.
Was? Im Reinkommen hat er sein Ding aktiviert. Weil ich übertreibe es ein bisschen mit den Einwechslungen und so, aber ich bin der Kampf jetzt nicht irgendwie schwieriger oder irgendwie sowas. Also warum nicht? Warte, er kann direkt, wenn er reinkommt. Ich drücke schon bei seiner Einwechslung R2. Das scheint sogar zu bringen. Ja, wie viele Gegner sind hier noch? Ja, jetzt war alle weg. Meine Güte, das war ein Kampf. Ich habe mal wieder was gelernt hier, irgendjemand. Nicht so mental Schaden, reduziert um 5%, geil. So, das hier. Boink, boink. Ja, hier sieht so aus, als könnte es weitergehen. Oh, geht's nach oben. Okay. Was ist hier? Sackgasse? Ich glaube nicht. Doch, da oben wird so eine Sackgasse. Na, sind wir... Nee, das sieht nicht aus wie der Ort, wo man war. Uns hätten den teleportieren können. Oder bist du ein anderer? Bewegt euch wie so Zombies, deswegen. Hat vorher auch gemacht. So, was ist das? Macht das aus. Ja, irgendwas geht dadurch aus. Da bin ich jetzt ein bisschen blöd gemacht. Weißt du, wir müssen so oder so dahin. Also, er ist hier ein paar Meter entfernt. Warum muss jetzt der extra noch ein Ding sein, das uns irgendwie zwingt, hier boah, die Tür aufzumachen oder so? So was finde ich jetzt voll verschwenderisch. Boah, schmeiß ich da runter. Verdammt. Verdammt. Autsch. Wer war das? Alter, was machen die uns denn jetzt fertig auf einmal? Komm mal her. Boah. Oh, eine Seele. Oh, da liegt eine Seele. Oh, da liegt eine Seele. Wir haben ja schon wieder fast alles abgezogen, ey. Voller AP die ganze Zeit. Oko ist auch kaputt. Was zum Teufel? Ha. Nun. Zack. Papier gegen den Kopf geworfen. Dann hat mir das 200 Erfahrungspunkte gegeben, ey. Komm. Der meint, spieß mal um. Günstiges Treffen, ja. Diese verdammten Magier, ne? Mir den Schaden abdrücken. Ach Mann. Jetzt machen wir die fertig, ey. Was ist das eigentlich? Ja. Jeder Gen. Riesenrollo, zertrampel die. Also jetzt... Nur wegen... War ein gefährliches Treffen bei oder was? Boah. Gibt's auch nicht. So, das ist so gut wie... So, oh gut. Oh, er hat alle Dolche. Nee, hier, war. Verdammt. Aus wie so Heizzähne hier. In den Seiten. So, mein Gott, Rokoro, du tust sehr viele Sachen lernen. Ist nie zu alt, um irgendwas zu lernen. Jetzt nicht, dass ich behaupte, dass Rokoro alt ist oder irgendwie sowas, ne? Und hier ist eine Sackgasse, so wie ich es mir gedacht habe.
Da macht irgendwas aus, also sehr gut. Ah, damit machen wir einen anderen Ort auf. Siehst du, das macht schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Weil direkt so ein Schalter vor irgendwie 5 Schritte von einem Ort irgendwie zu platzieren, wo wir sowieso hätten hinkommen können, da bin ich ein bisschen zeitverschwenderisch. Nein, genug. Ich habe genug gekämpft, obwohl ich einige Sachen noch aufleveln muss hier. Ich glaube, wir sind immer noch 31, Mann. Ich kämpfe da ja schon wie bekloppt. Soll nicht sein. Ich habe das Gefühl, ich habe kein Level irgendwie so bekommen, obwohl ein Level habe ich, glaube ich, bekommen. Muss wieder alles auf Screen verlegt werden. Und da ist eine Goldruhe. Gradient-Puppe. Sehr sorgfältig gefärbter Wächter. Feuerangriffskraft. Na, das hätte ich doch lieber gerne. Ein regenbogenfarbiger. Eine regenbogenfarbige Puppe. Ein Stück Papier. Ich verstehe immer noch nicht, was da irgendwie für Puppen sein soll, ne? Aus Papier, Mann. Oh, hallo. Und fliegt und Sieg. Ich meine natürlich Flieg und Sieg. Ich dachte, du machst direkt den zweiten Angriff hier. Ja, der Angriff ist auch nicht schlecht. Blitze, die auf den Gegner herabprasseln, ey. Aber ich kann da nicht wechseln. Bald. Oh, verdammt. Aber er hat schon wieder so übersteuert. Desintegrator, okay. Noch ein Kochlevel, sehr gut. Desintegrator, wer hat das jetzt gelernt? Ich habe nicht aufgepasst. Eleanor, glaube ich, ne? Ja, hier. Mystischer Arzt, ah Gott. So, wer wird ein Kochlevel? Sie ist Level 7, aber erst auf Level 8, um mal was Neues lernen, also weitermachen. イラついて壊すでないぞ。どんなわなが作動するかわからんからの。分かってるわよ。この扉の石型の石、前にもどこかで見たよ。それと同じ石なら杯の台座についてたぞ。あのでっかい杯の替え、さすが目ざといな。興味があるのは杯の中身の方だがな。あの杯が鍵ってことか。 So単純でもなさそうだな。色がついている石とそうでないのがある。何か意味がありそうだ。ダブルペアマン。 Komm, keiner hier. Okay. Was haben wir denn da? Da ist ein Meißer. Da sind 4 Dinger. Okay, das sagt mir nichts. Magelo, guck mal genau. Ich sehe nichts. Okay. Hey, was geht? Hey, was geht? Da. Hi. Ich will mit Papier bewerfen. Komm her. Boom und boom. Davon habe ich schon 2 Mal gesetzt. Genau so. Boom. Und Flammenspuck. Und Krieg und Velvet. Aber waren 2. Warum kann ich nicht Dings einsetzen? Beschreibung sagt doch. Wenn ich da schon, wäre der Kopf und Angriff mehr gedrückt halten. Der ist auch gedrückt halten. Da muss die 8 Kombos machen. Hat auch schon versucht, glaube ich. Natürlich, ich habe mir einen Kill jetzt geholt. 104 Erfahrungspunkte, 104% mehr. Verdammt.
So, langsam. Du hast ja noch was, was kurz vor Meistern ist. Magilo. Er fehlt auch, er braucht jetzt auch noch die bunte Weste, verdammt. Aha. Lerngeschwindigkeit hast du schon. Lerngeschwindigkeit, boah. Der voll die schwache Weste hier. Komm, ruf. Ich würde Magilo hier noch lernen. Das Gefühl, dass dann mit ein bisschen lange dauern, ja. Was mache ich da? Feuerspuck und noch mal und noch mal Velvet. Spam. Spam und kann ich gerade Eisen eingewechselt und dann kommt schon wieder eine Mistgrad. Genauso. Und schon wieder voll viele Sachen. Mein Gott. Kann mich ja nur aufs irgendwie Leveln konzentrieren. Bei der nächsten Trainingssession habe ich so ein Gefühl. So viele neue Sachen ausrüstungsmäßig haben wir gar nicht bekommen. Fokus, nee, das hier hätte ich gerne. Sie ist immer noch kurz davor, was zu leveln, meine Güte. So, und Magilo ist fertig. Ausgezeichnet, was geben wir dir? Lerngeschwindigkeit, Lerngeschwindigkeit. Immer das gibt uns Angriffskraft. Hm. Okay, Meeresamulett. Ein Amulett hast du noch. Okay, gut. Nicht gut. Wir kommen voran mit den Ausrüstungsleveln, Dingen und so. Oh Gott. Hier sieht es genau spiegelverkehrt aus. Da ist da oben ist wahrscheinlich wieder so ein Ding. Was? Okay. Kelch. Jetzt kommt eine Brücke aus Wasser. Tatsächlich. Aber wenn wir reinfallen, sind wir passend angezogen. Okay. Immer wenn ich das ausmache, bleibt die Brücke. Ich sehe solche Rätsel, die machen Sinn. Vorher musste ich nur ausmachen, hat keinen Sinn gemacht. Aber jetzt macht es Sinn, ja, das macht Sinn, das macht Spaß, das schmeckt lecker. Naja, ich muss noch ein paar Sachen leveln. Buff, nein, ich habe gesagt Buff. Wenn ich sage Buff, dann müsst ihr fragen, aua, was? Dann müsst ihr fragen, aua. Dann ist die Rolle Buff. Was ich meine ist, müsst ihr sagen irgendwie wie weit oder so, wie weit muss ich wegfliegen? Boah. Und zack, und du bist nicht in der Luft. Verdammt, du zauberst nicht. Okay, warum sind manchmal einige Leute mit einem Schlag weg? Verstehe nicht. Und Feuerspuck. Ich sehe immer nur, wie irgendwie der gesamte AP-Balken immer so, oh Gatling Arme, so wie Barrett aus Final Fantasy 7 oder was? Fast, ne? Langsam uns Fähigkeit. Ne, ich hätte gern Angriffskraft erstmal. Ja, ich bekomme so Gatling Arme, so wie Barrett aus Final Fantasy 7, der mit dem Maschinengewehrarm.
Warte mal. Allee. Dann gucken wir uns mal wieder an, wie sie hat den kaputt macht. Bum. Ja, voll putzig. Weiße Hasenohren. Ich habe gerade schwarze Hasenohren bekommen. Geil. Kann einige als Playboy Bunnies hier cosplayen. Am besten Eisen. Und dieses ist ein Juwel angesetzt. Du nimmst das Juwel. Blumenförmiger Edelstein. Ja, dann mir ein Grund, warum ich das Juwel nicht nehmen soll. Hallo? Das verdammte Juwel, das lässt man nicht einfach liegen. Okay. Das ist auch schon wieder dämlich. Okay, das Ding war hinter einer Wand versteckt, aber trotzdem. Leute. Warum sind Rätsel in neueren Spielen so casual? Ich an Tetris Symphonia zurückdenke, meine Güte, das war viel zu schwer schon für meinen Geschmack. Ja, das weil ich mit neueren Games hier aufgewachsen bin, ne? Bin solche schwere Sachen nicht gewöhnt. So, was habe ich denn jetzt hier geöffnet überhaupt? Ich glaube da auf der linken Seite, ne? Auf der rechten meine ich. Wow. Halt. Da bin ich schon mal gewesen. Ne, warte mal. Ja, kommt man jetzt da hin. Buff. Ach, hier war auch so ein Ding, oder? Ne, jetzt nicht mehr. Boah. Die Tür ist aber noch geschlossen. Da bringt mir jetzt nichts. Mhm. Ich voll Verschwendung. Hey, was ist das denn? Oh, nee, du bist ein Monster, ne? Boah. Sah so aus wie irgendein Ding, das ich erkunden konnte, ey. Oh, ich laufe gerade im Kreis, ne? Ma. Was macht denn das jetzt wieder auf? Ja, ich kann da sowieso nicht zurück. Also warum sollte ich das offen lassen? Ne? Mach mal. Jetzt hier keinen Grund, warum wir das nicht offen lassen sollen. Oh. Oh, verdammt. Ah, ich verstehe. Bah. Da muss ich ja den ganzen Weg erstmal zurückgehen, ey. Weil ich die Tür am Anfang nicht geöffnet habe. Wie soll ich denn das verdammt nochmal voraussehen, ey? Inseln. Oh, wir haben ja alles geil. Dann kann ich hier Leute hinschicken. Nächstes Mal. Mein ein neues Gebiet, geil. Man muss irgendwie wieder von dem einen Gebiet hier aus dahin laufen, ne? Ich tue mal die beiden Dinger hier aktivieren. Ich meine, mein Gott. Ob in der rechten Tür ist zwar nichts, aber was soll's. Überspringen. Sind Sie sich sicher? Sind Sie sich ganz sicher? Dann habe ich den gleichen Fehler gemacht wie in Kingdom Hearts letztens. Da habe ich anstatt die Starttaste, wo man das Menü aufruft, in Kingdom Hearts die Dings aufgerufen. Die ja, als ich Kingdom Hearts gespielt habe, ich die ganze Zeit immer die Taste gedrückt. Also hier dieses Touchscreen-Dingen. Den Touchscreen-Knopf von der PS4. Und ja. Er hat dafür gesorgt, dass ich immer die Karte aufgerufen habe in Kingdom Hearts. Und ja. War ein bisschen nervig. Weil das ist hier genau andersrum. Boah, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht.
Aber ich kann die Edelsteine auch nicht rausnehmen. Ne? Da kann man einer sagen, was ich jetzt machen muss. Auf jeden Fall nicht schlecht, hier drin zu speichern. Wenn ich das ganze Rätsel nicht nochmal machen muss. Hi. Ey, jetzt sind alle vier am Glänzen. Die mit 7 Juwelen besetzt ist. Ein Mechanismus findet, dass die Juwelen haben zwei Farben, blau und weiß. Sehen den Juwelen im Prozess des Kelches. Vielleicht gibt es irgendeine Verbindung. Ich nehme an, ich muss drei aktivieren von den Dingern irgendwo. Da auch zu gehen wird nichts bringen, ne? Ich muss da durch die Mitte durch. Habe ich da jetzt irgendwas? Konnte ich da schon hin vorher? Ja, ne? Das Schloss der Heiligen Versiegelte Tür wird von dem blauen weißen Juwelen der sieben Kelche beherrscht. Leuchten die Juwelen der Kelche, leuchten auch die Juwelen der Tür. Leuchten die sieben Juwelen im Einklang, wird der Weg zum inneren Heiligtum geöffnet. Also muss ich alle aktivieren. Okay, ja, okay, das ist schon mal ein bisschen schwieriger. So, da ist nichts, ne? Erst alle diese Dinger muss ich hier einschalten. Warum konnten ja nicht alle irgendwie wie so Tränen aussehen an der Tür? So, wenn ich das hier aktiviere, mache ich das an, ne? Nee, warte mal, die sehen auch anders aus, okay. Ja, so ein viereckiges weißes Ding. Das muss schon an sein, das ist richtig. So, und das hier tut diese eine Wand hier einschalten. Dir genau so, jetzt macht er ein bisschen mehr Sinn. So, die muss eingeschaltet bleiben. Ich sehe, I see. Okay, jetzt müsste da eine leuchten. Ne? Ja, dann hier kann ich jederzeit so rumgehen. Ne? Dann an, ja, da muss ich dann so anmachen, genau, da muss ich so zurücklaufen, müsste halt auch an sein. Ja, jetzt gehe ich so zurück, da, meine Güte, das Ding ist wieder an, ne? Und hier ist noch irgendwas. Oh Gott, geh weg. Weiß ich nicht, ob hier irgendwo noch so ein Ding ist, das ich anmachen musste. Man hat den ganz in der Mitte. Ja, genau, ich verstehe. Wenn ich das Ding in der Mitte hier anmache, ist auch schon auch so ein Ding jetzt, ne? Ja. Das ist auch so ein Training, muss ich anmachen. Ich bin Kluch. Wenn ich die anmache, wird jetzt da vorne, wenn die Menschen sagt, wie es wird, so wie magisch ein Tempel Ström beginnt. Du hast wohl eine Art versiegelte Dingens freigesetzt. So, jetzt ist das dazu, aber ich kann jetzt hier einfach zurücklaufen. Damit haben wir das Rätsel gelöst. Perfekt, ne? Oh, schön. Was gezeichnet. Ich relativ schnell drauf gekommen, finde ich jetzt. Ja, Leute, noch die sitzen, wenn ich mir ein Let's Play angucke, die sitzen manchmal an ein Rätsel wie blöd dran. Und manchmal bin ich so ein bisschen stolz auf mich schon. Aber ich bin auch einer der winzigen Let's Player, der. Ich habe all meine SA verloren. Was? Alter! Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Hallo, 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 hallo. Was ist das? Was ist das? Ja, hört auf zu feuern, verdammt. Ey, wir gehen ja kaputt. Das wird nicht wahr sein. Ey, ich kann ja nicht flüchten.
Was zum Teufel war das denn jetzt schon wieder? Boah, Junge. Oh, jetzt muss ich ja alles wieder neu machen, ne? Nicht verarschen. Boah. Boah, was? Boah, und ich habe erst da draußen wieder als letztes Gespräch. Nee, ne? Na gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn ich... Boah, muss das jetzt unbedingt passieren? Warum haben die uns gewonshottet? Boah. Ja, super. Geil, muss ich dann alles nochmal machen. Geil. Ja, ich glaube, da wird die letzte Aufnahme-Session. Wenigstens haben wir immer noch alles. Nein, verdammt. Abbrechen. Ja, dann wird die letzte Aufnahme dann heute. Weil, muss ja wieder unbedingt sein jetzt, ne? Gut, dann werde ich hier das ganze Rätsel noch mal machen, auf Screen. Wir sehen uns dann, wenn ich diese verdammte Tür geöffnet habe, im nächsten Part. Wird der letzte Part für heute sein, weil jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ne, jetzt muss ich wieder eine halbe Stunde nachholen, ganz bestimmt nicht. So, dann würde ich sagen, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Gott.